Ja, also nur mal so viel als Einführung. Ihr habt ja gerade gesehen, der Roboter im Video, auch so einer wie hier, aber der hatte noch mehr Aufbauten. Das hier ist die Variante, die wir mitnehmen zu solchen Demos, aber die bei den Kunden haben dann entsprechend noch viel mehr Sensorik an Bord, um eben Bilder aufzunehmen, Videos aufzunehmen, thermische Kamerabilder, Gasmessungen durchzuführen und anderes. Und das ist im Prinzip die technische Lösung, die wir anbieten. Die Fragestellung für uns ist jetzt natürlich aber, welche Probleme lösen wir denn beim Kunden? Und wenn wir uns mal anschauen, wer unsere Kunden sind und was für Probleme die so haben, dann sehen wir, es sind meistens Betreiber von großen Industrieanlagen. Und diese Betreiber von großen Industrieanlagen, die haben diverse Probleme, ihre Anlagen zu überwachen und zu inspizieren. Dazu gehört eben auch die Digitalisierung dieser Anlagen, also die Daten einzusammeln, die auf dieser Anlage anfallen. Aber ganz, ganz wichtig, was wir eben gehört haben, die Health, Safety and Environment Costs, also die Kosten, die ihnen entstehen für die Gesundheit und die Umgebungserhaltung, also die Gesundheit der Mitarbeiter primär, wie wir gehört haben. Wenn ein Mitarbeiter diese Inspektionsaufgaben durchführt, muss der 10 Stunden lang Treppen hoch und runter laufen, um auf diesen Tanks zum Beispiel Daten einzusammeln, wohingegen die Drohne das in einer halben Stunde erledigen kann. Das sind solche Themen, bei denen wir den Kunden sehr helfen. Aber ein ganz wichtiges weiteres Problem ist eben die Knappheit der menschlichen Arbeitskapazität, die wir vor allem in den westlichen Ländern momentan sehen. Speziell in Deutschland sehen wir, und da gehe ich gleich nochmal im Detail drauf ein, dass immer weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen für die Industrie. Wir haben bei so einer Inspektionsrunde, über die wir jetzt hier sprechen, wo Anlagen inspiziert werden, da werden auf einer üblichen Industrieanlage 40 Arbeitskräfte damit beschäftigt, nur solche Inspektionsrunden durchzuführen, weil die mehrfach am Tag anderthalb Stunden und länger damit verbringen, diese Inspektionsrunden durchzuführen. Das sind sehr wiederholende Aufgaben, gar nichts Spannendes, sondern die laufen rum, machen Fotos, gucken sich Sachen an und entscheiden dann, muss etwas gemacht werden oder nicht. Und das wird jeden Tag, dreimal am Tag im Schichtbetrieb durchgeführt. Wohingegen wir sehen, dass die Alterspyramide hier unten der Mitarbeiter, die zur Verfügung stehen, immer schlechter wird. Das heißt, es scheiden immer mehr Leute aus der Arbeitskraft aus, weil sie eben in Rente gehen. Und das heißt, ein Drittel der Arbeitskräfte werden bis 2030 den Industrien nicht mehr zur Verfügung stehen. Und da ist die Frage, wie lösen wir dieses Problem? Und natürlich können wir das eben unter anderem mit Automatisierung durch Robotik lösen. Wenn wir uns anschauen, ein menschlicher Mitarbeiter, der solche Inspektionsrunden durchführt, ist relativ kostenintensiv für die Firma, weil es meistens qualifizierte Leute sind. Das sind Ingenieure, die eben die Maschinen kennen, die Anlagen kennen, die entscheiden können, wie ist der Zustand. Das heißt, wir haben hier relativ hohe Stundenkosten für die Firma, die diese betreibt. Und wenn wir das im Vergleich zu sehen, was so ein Roboter kostet, die zwar natürlich auch teuer sind, aber die Betriebsstunden, dadurch, dass die ja 24/7 laufen können, die müssen zwar immer wieder laden, aber dann können die direkt auf die nächste Inspektionsmission los, sind relativ gering. Und das heißt, wir können den Menschen, die in diesen Firmen arbeiten, ermöglichen, zu den spannenderen Aufgaben zurückzukehren, anstatt diese sehr wiederholenden und gefährlichen Aufgaben in Höhe zu arbeiten, in chemischen Umgebungen zu arbeiten, in Hochspannungsumgebungen zu arbeiten. Die können wir durch Roboter eben abnehmen. Wir als Firma Energy Robotics, uns gibt es jetzt 4 Jahre ungefähr. Wir haben Darmstadt gegründet, nachdem wir dort in der Informatik studiert und promoviert haben. Und inzwischen sind wir einer der größten Robotikanbieter weltweit, was eben solche Industrieinspektionen angeht. Wir haben inzwischen eine Flotte von ungefähr 80 Robotern auf der Welt verteilt. Ihr seht hier auf der Weltkarte, wo wir Roboter überall haben, von Australien bis USA, überall sind Roboter von uns unterwegs mit unserer Softwareplattform. Wie vorhin schon gesagt, wir machen nicht die Hardware selber, sondern wir machen die Softwareplattform, um den Kunden die Nutzung dieser Roboter zu ermöglichen. Unsere Kunden sind sehr vielfältig, aber alles Betreiber von Großanlagen. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, alles im Bereich von Öl und Gas bis Chemie und so weiter ist Kunde bei uns, aber auch in den Bereichen, wo es um erneuerbare Energien geht, weil genauso dort müssen Anlagen inspiziert werden, also genauso müssen dort die Umspannwerke, wo die Strom von Windkraftanlagen und Solarpanelen zusammenfließt, muss genauso inspiziert werden. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, die Stromverteilung in den Ländern zu regeln. Speziell in Deutschland haben wir ein starkes Nord-Süd-Gefälle, das heißt, es werden viele Stromtrassen gebaut, aber eben auch neue Umspannwerke und auch diese müssen regelmäßig inspiziert werden. Unsere Lösung selber von der technischen Seite besteht aus 2 Teilen. Wir haben einmal das Roboter Brain, also das ist die Software, die auf dem Roboter selbst läuft, und wir haben zum anderen das Cloud Brain. Das ist sozusagen unsere Softwareplattform, die auf der Cloud-Seite läuft, mit der sich die Roboter verbinden, um dann eben die Informationen weiterzuleiten und die Daten, die sie einsammeln, also die Fotos, Videos und so weiter, noch weiter zu analysieren und wirklich Informationen rauszuziehen, die den Menschen, den Betreibern der Anlage helfen, Entscheidungen über ihre Anlagen zu treffen. Also das Roboter Brain zunächst mal, das erlaubt den Robotern komplett autonome Inspektionsrunden durchzuführen. Das heißt, die Roboter können über diese Anlage laufen und
können Missionen, die sie vorher beigebracht bekommen haben, genauso wieder replizieren. Das heißt, es muss kein Mensch sie fernsteuern, während sie ihre täglichen wiederholenden Aufgaben machen, aber sie werden einmalig vorher angelernt vom Roboter von Menschen durch die Fernsteuerung. Und das ist bei uns eine Lösung, das erlauben wir durch das Cloud Brain eben aus der Entfernung, also von überall. Wenn die Roboter die Mission erstmal kennen, dann sammeln die alle Daten ein, müssen dazu auch nicht zwingend eine Verbindung zum Internet haben, kommen aber zurück in ihre Dockingstation, laden ihren Akku automatisch wieder, laden alle Daten in die Cloud hoch, das heißt, dort können die Daten dann weiterverarbeitet werden. Das Wichtigste bei unserer Plattform ist, wir machen das nicht mit einem Roboter. Wir haben gerade gesehen hier den Boston Dynamics Spot, einer der bekanntesten Roboter. Das ist ein sehr schönes Modell, mit dem man viel zeigen kann. Aber er ist nicht immer der Einzige, der die Aufgabe lösen kann. Und natürlich ist er relativ teuer. Wir haben dagegen auch einen ganzen Haufen anderen Roboter, wie ihr hier seht, die laufen, fahren, fliegen, also verschiedenste Modelle. Und all die können mit unserer Software zusammenarbeiten, mit unserer Plattform zusammenarbeiten. Das heißt, unsere Kunden können eben einen gemischten Flottenbetrieb machen. Das heißt, sie können sowohl die Drohne in der Luft einsetzen, um eben diese Tanks von oben zum Beispiel zu inspizieren, als auch den Roboter unten rumfahren oder laufen zu haben, um da die weiteren Daten einzusammeln, die da unten relevant sind. Das Cloud Brain, wie gesagt, ist jetzt die Schnittstelle, unsere Plattform, die alle diese Daten zusammenführt und die all die Systeme zusammenführt. Und das erlaubt den Kunden über eine einzelne Schnittstelle verschiedenste Roboter von verschiedenen Hardwareherstellern nutzen zu können für ihre Aufgaben. Sie kriegen sowohl ein einziges User-Interface, also eine Benutzerschnittstelle, die komplett webbasiert bei uns ist, also wirklich im Browser können Sie mit all diesen Robotern live arbeiten. Sie kriegen aber auch eine API, also eine Schnittstelle für die Maschinen, um sozusagen direkt ihre Datensysteme mit unserem System zu verbinden und all die Daten und Informationen, die die Roboter generiert haben, in ihre Systeme einzuspeisen, um weitere Entscheidungen für ihre Anlage zu treffen. Ja, so viel zur Technik, Moment. Ja, hier nochmal ein kurzes Video, nur um zu zeigen, wie das von der Software-Seite, wie unser User-Interface aussieht. Hier seht ihr auf der rechten Seite eine sogenannte 3D-Point-Cloud, also das sind Daten, die der Roboter eingesammelt hat. Darin orientiert er sich und wenn der Benutzer dann hinterher eine Mission abspielt, sieht das so aus. Der Roboter sieht auf der linken Seite die Welt in diesem 3D-Modell und kann sich daran orientieren. Der Benutzer kann aber auch das Live-Video zum Beispiel verfolgen, um zu sehen, was macht denn der Roboter gerade. Und wichtig ist, hier in diesen Daten werden nicht nur Fotos aufgenommen, sondern auch Objekte identifiziert und andere Informationen aus diesen Daten rausgezogen, um den Benutzern eben mehr Möglichkeiten zu geben, mit diesen Informationen zu arbeiten. Hier nochmal eine Liste von den Robotern, die wir so schon eben gesehen haben. Spot eben, der zum Beispiel Treppen laufen kann, dementsprechend dafür sehr relevant ist. Genauso Animal X von Anibotics auch zum Treppenlaufen geeignet. Aber eben, wenn wir nicht unbedingt Treppen hoch müssen, können wir natürlich deutlich günstigere Modelle auch einsetzen. Und wenn es um die Inspektion aus der Luft geht, dann eben Drohnen. Ja, und hier seht ihr die Detektion zum Beispiel, der erkennt, dass da ein Manometer ist und kann sogar direkt den Druck ablesen. Das heißt, der Kunde kriegt nicht nur ein Foto davon, sondern der kriegt direkt gesagt, an dieser Pipeline lag so und so viel Druck an. Und das kann für die eine Entscheidungsfindung sein, müssen Sie dort einen Wartungsmitarbeiter hinschicken oder nicht. Genau, das ist der, sag ich mal, der entscheidende Teil, um von den reinen Daten, die wir sammeln, jetzt zu den Informationen, den Entscheidungsfindungen zu kommen, dass die Roboter die Daten eingesammelt haben, aber dann auf der Cloud-Seite weiterverarbeiten können, damit die Kunden wirklich Informationen haben, auf denen sie Entscheidungen treffen können. Und das ist das, wo es auch sehr darum geht, den Kunden sinnvolle und frühzeitige Entscheidungen zu ermöglichen, um zum Beispiel Gaslecks viel früher festzustellen, als sie das bisher getan haben. Also wir haben von vielen Kunden die Information, dass sie mit dieser Technologie jetzt die Gaslecks 2 Wochen früher finden, als sie das vorher getan haben. Das heißt, die Gaslecks sind noch viel kleiner, werden früher entdeckt, können damit weniger Gas emittieren in die Atmosphäre und können aber auch einfacher noch repariert werden, ohne dass eine ganze Anlage stillgelegt werden muss. Und das ist natürlich ein wichtiger Beitrag, den wir hier leisten, um die Emissionen zu reduzieren, weil diese Gase, über die wir sprechen, die sind oftmals nicht nur klimaaktive Gase, sondern auch giftige Gase. Also das können sehr verheerende Umweltfolgen noch haben. Deshalb ist es ganz wichtig, diese Anlagen so regelmäßig zu überwachen. Und das kann eben mit Technik, wie hier mit autonomen Robotern, noch feinmaschiger erfolgen, als das mit menschlicher Arbeit erfolgen kann. Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, das vereinheitliche Benutzerinterface, also das heißt, wir haben eine Bedienschnittstelle sowohl für die Bodenroboter als auch für die Drohnen und darin können die Mitarbeiter aus der Entfernung die Roboter fernsteuern. Das heißt, die Mitarbeiter müssen gar nicht unbedingt in die
Anlage fahren, um dort irgendwelche Inspektionen durchzuführen. Die können die Roboter das autonom machen lassen und wenn irgendwas Ungewöhnliches auftritt, können sich die Mitarbeiter von der Entfernung aus der sicheren Büroumgebung auf eine Anlage draufschalten, wo eventuell eine sehr unsichere Umgebung ist, weil zum Beispiel gerade Gas austritt, weil dort Hochspannung behandelt wird und anderes. Und dementsprechend können die Mitarbeiter aus einer viel sicheren Entfernung die Daten sich anschauen und Entscheidungen darüber treffen, ob denn dort ein Mensch vor Ort gebraucht wird oder eben nicht oder ob die Anlage erstmal heruntergefahren wird, bevor der Mensch sich in diese gefährliche Umgebung reinbegibt. Bei zum Beispiel dem Konzern Shell sind wir einer der größten Anbieter inzwischen, was diese Lösung angeht. Also die setzen für alle Bodenroboter komplett auf unsere Lösung und setzen die weltweit ein, um wirklich ihre Anlagen 24/7 zu überwachen. Das heißt, die sind im richtigen, realen, operativen Betrieb. Die Schichtmitarbeiter sind alle eingearbeitet in die Benutzung der Roboter und wie die sozusagen in den normalen Arbeitsablauf integriert sind. Das heißt, die arbeiten wirklich als Kollegen der menschlichen Kollegen mit und können die eben bei der Arbeit unterstützen und ihnen eben Arbeit abnehmen, die ihnen sonst sehr, sehr schwer fallen würde, wie eben das Besteigen von irgendwelchen Tanktürmen oder das Betreten von gefährlichen Umgebungen. All das nehmen diese Roboter den Kollegen dort ab. Wir haben eben schon die Drone-in-the-Box-Solution auch kurz gesehen. Das hat den sehr großen Vorteil, auch diese Lösung kann eben vor Ort stationiert werden. Also das heißt, es geht nicht nur um Drohnen, die zu einem einzelnen Einsatz mitgenommen werden, eine einzelne Inspektion gemacht wird und dann wieder weggehen, sondern auch diese Drohnen sind dort stationiert in einer Box, in einer Ladestation, die wettergeschützt ist. Und die können jederzeit aufgemacht werden, autonom von dort starten, Daten ansammeln, wieder zurückkehren und den nächsten Flug innerhalb von einer halben Stunde wieder erledigen. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Möglichkeit, eine sehr hochfrequente Überwachung von Anlagen durchzuführen, wohingegen Drohnen auf der anderen Seite ja relativ preiswert sind im Vergleich zu so einem Spot-Roboter, zum Beispiel, um mal eine Größenordnung zu nennen. Der Boston-Spot-Roboter mit Aufbauten kostet 150.000 Euro. Eine Drohnenlösung ist im Bereich von 20.000 Euro. Also das ist eine ganz andere Preisklasse, in der wir hier sprechen, mit der wir da Inspektionsaufgaben auch durchführen können. Ja, vielen Dank erstmal. Dann stehe ich euch noch für Fragen zur Verfügung. Hat jemand eine Frage dazu? Werden diese Live-Bilder dann auch abgespeichert, sodass man später auf die Videodaten zurückgreifen kann? Nicht alle Live-Bilder werden abgespeichert. Wir speichern spezielle Bilder ab, die explizit markiert wurden, dass sie relevant sind für später. Ansonsten sind die Datenmengen, die wir mit den Live-Bildern generieren, zu groß, um die sinnvoll vom Roboter runterzubringen. Also deshalb, die Live-Bilder sind in der niedrigen Qualität, die reichen, um den Roboter fernzusteuern, um zu sehen, was passiert, aber die sind nicht hochqualitativ genug, um sinnvolle Inspektionen darauf zu machen. Das heißt, die Sachen, die inspiziert werden müssen, da wird wirklich ein Video-Recording auf dem Roboter durchgeführt, was aber nicht live übertragen wird, um einfach die Qualität der Videos höher zu machen, aber die Bandbreite des Roboters nicht auszulassen. Weitere Fragen? Jetzt bewegen sich die Roboter ja immer in einer, sagen wir mal, einer fertigen Umgebung. Ja, es gibt ja auch Umgebungen, zum Beispiel, wenn man es mal Baustellen oder andere Themen, die sind nicht fertig, die ändern sich jeden Tag. Habt ihr da irgendwie Lösungen oder arbeitet ihr da an Lösungen und wie funktioniert das dann? Ja, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Umgebungen, die sich verändern, sind natürlich unheimlich viel schwieriger für Roboter. Ist ganz klar, der Roboter orientiert sich eben an den Sachen, die er in der Umgebung sieht, die er wiedererkennt und versucht, die zu nutzen, um bei seiner nächsten Runde wieder die Orientierung zu finden. Das heißt, wenn sich etwas ändert, macht es immer schwieriger. Dafür gibt es verschiedene Lösungen. Ich spreche jetzt mal ganz kurz über den Bausektor und dann über das, was wir schon machen. Im Bausektor ist eben diese Fluktuation sehr, sehr groß. Das heißt, man hat jeden Tag eine andere Umgebung, weil natürlich der Baufortschritt genau das passieren soll. Es sollen neue Wände kommen, es sollen Wände weggehen, es sollen Dächer drauf und so weiter. Das heißt, da wird es sehr, sehr schwierig. Das ist aber durchaus möglich, indem man weitere Positionierungsquellen einbezieht, zum Beispiel über GPS oder RTK-GPS sozusagen benutzt, um eine sehr genaue Lokalisierung zusätzlich zu den gesehenen Umgebungen hinzuzufügen. Weil sich die GPS-Daten, die RTK-GPS-Daten eben nicht verändern, trotz des Baufortschritts. Was wir in den Umgebungen machen, in denen wir primär unterwegs sind, weil die sich nicht ganz so stark ändern wie eine Baustelle, aber nichtsdestotrotz bauen auf diesen Anlagen oftmals die Mitarbeiter Gerüste auf, um irgendwelche Arbeiten auf Höhe durchzuführen, bauen diese wieder ab. Es werden irgendwelche Tonnen irgendwo abgestellt, um irgendwelche Flüssigkeiten zu verladen und so weiter. Das heißt, es ändert sich schon relativ viel an der Umgebung und die Roboter und unsere Software können damit umgehen, dass es einen gewissen Grad an Veränderung gibt. Und wir nehmen das sozusagen mit in das System auf. Wir können dann entscheiden, ist das eine permanente Veränderung, die jetzt über die nächsten Monate und Jahre in das sogenannte Weltmodell des Roboters angeht, oder ist es etwas, was für die nächsten
Tage und Wochen nur vorhanden ist und danach wieder verschwinden wird. Und dementsprechend, wenn der Roboter das nächste Mal vorbeiläuft und sieht dieses Hindernis zum Beispiel da nicht mehr, wird es aus dem Weltmodell automatisch wieder rausgestrichen. Das ist sozusagen eine Adaption an die Umgebung, aber es hängt natürlich davon ab, wie stark sich die Umgebung verändert, wie gut das funktioniert. Wir sind durch mit der Zeit, sorry. Hat mich sehr gefreut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch viel Spaß auf der Messe noch. Kommt bei uns beim Stand vorbei.